So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind immer noch im Wallmarkt und wollen ein paar Aufgaben hier erledigen. So, komm, wir suchen mal erstmal hier die Bude nach irgendwelchen wichtigen Items ab. Irgendwas auf Klo hier? Nee? Nee, dann nicht. Komm ich hier noch? Oh je, wann bin ich denn eingeschlafen? Guten Tag. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Guten Tag. Ah, nichts Wirkliches. Okay. Hier, dieser Automat ist es. Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Automat. Aber weit gefehlt. Ich verrate dir auch warum. Pass gut auf. Bei dieser Art von Automaten gibt es geheime Tasten. Wo denn? Das ist ja gerade das Geheimnis. Man bietet sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung auf, um dann piff, paff, die Sache auseinander zu analysieren, Mann. Je besser die Analyse Materia entwickelt ist, desto besser die Ausbeute. So, analysiert der Gegner 36. Also. Ich muss hier nichts auseinander analysieren. Das Ding nehme ich leicht auseinander. Oh, na dann zeig mal. Das da? Das soll der Stoff sein? Na los, nochmal! Da sind noch mehr geheime Tasten. Klar. Boah, der Stoff ist also... Verstehe. Jetzt kommt die letzte Taste. Boom. Oh mein Gott! Pack es weg! Schnell! Wenn uns hier jemand damit sieht! Volltreffer! Du hast den Hauptpreis gewonnen! Was? Das ist ja... Wir haben ja jetzt den Stoff! Schnell zurück zum Materialladen! Einfach mal angucken. Warte, Schlüsselgegenstände. Der Stoff. Ja, toll. Man sieht nur einen blauen Nebel, sag ich jetzt mal. Ein Hyperspezialtrank. Ein heimlich erhaltene Hyperampulle aus. Ne? Heimlich erhaltene ein besonderer Heiltrank. Interessante Aufgabenliste. Schön, dass man hier tatsächlich voll aus Pappe ausgeschnitten, der Muckshop Mitgliedausweis. Ist auch schön. Eintrittsbescheinigung ins Geheimversteck. Berichtsscanner. Mokri-Medaillen. Ich find's schön, dass man wirklich sieht, wie hier die einzelnen Sachen auch aussehen. Es gibt ja Spiele, wo es einfach nur, ja, hier, das. Haben die Leute mit an. So fühlt man sich als Champion. Dings. Wie kann das? Sing mir das Lied! Genau, hier lang. Da lang. Nee, stopp. Hier rum. Wir müssen da rum. So. Gott, verwinkelt ist das wirklich ziemlich hier. Was los? Ja, ja. Cloud, beeil dich, Mann! Ja, ja. Jetzt knallen wir ihm unsere Truppen. Oh, da seid ihr ja! Los geht's! Cloud, hol's raus! Lass mal sehen! Wow, der Stoff! Wahnsinn, mein Junge! Dass ich das noch erleben darf!
Ach was, das war doch gar nichts. So. Oh doch, meine Hochachtung, Junge. Du scheinst es ja faustdick hinter den Ohren zu haben. Naja. Ein wahrer Champion. Weltklasse. Was die versprochene Belohnung angeht, es tut mir leid, aber die Sache, wegen der ihr gekommen seid, ist nicht mehr hier. Was? Ich sagte doch, tut mir leid. Lass mich überlegen. Willy. Der Alte von der Imbissbude müsste die jetzt haben. Aber was will man machen? Beeilen wir uns, Cloud. So viel dazu. Und jetzt zurück an die Arbeit. Die Materia poliert sich nicht von allein. Hey, wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir. Auf geht's zur Imbissbude. Gottes. Aus der Seitengasse dort ist es auch verdammt lecker. Ist was? Erst zur Imbissbude. Genau, ab zur Imbissbude. Die ist hier. Na komm. Guten Tag. Willkommen. Nehmt Platz, wo frei ist. Sag mal, du hast doch da etwas vom Typ aus dem Materialaden bekommen, oder? Vom Materialaden? Ach, das meinst du? Ihr steht wohl auf solche Sachen, was? Aber sagt mal lieber, habt ihr Ahnung vom Kochen? Nö, kein Plan. In letzter Zeit schmeckt das Essen irgendwie fade. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte am Feuer im Ofen, am Strom oder der Kühltemperatur liegen. Eines davon müsste es sein. Vielleicht Magie einer. Mal überlegen. Was könnte es sein? Also, man könnte an sich das Feuer. Ne? Das Feuer ist einfach nicht heiß genug. Der Strom könnte auch sein. Aber ne, frische Zutaten will man natürlich kühlen. Das liegt sicher an der Frische der Zutaten. Die werden einfach nicht ausreichend gekühlt. Bist wohl eher keine Frostbeule, was? Nun, wenn das so ist, dann schauen wir doch mal, ob wir die richtige Temperatur eingestellt bekommen. Scheint eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Bitte, wohlbekomm's. Jetzt wird reingehauen! Na? War das jetzt die... Gar nicht gut. Ach, schade. Er hat es so genüsslich verschlungen, da wollte ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen. Aber du hast mir wirklich weitergeholfen. Hier, als kleine Wiedergutmachung gebe ich dir einen Gutschein für die Apotheke. Kauf ihm Medizin dafür. Wird's ernst? Wo ist die Apotheke? Hey, was ist jetzt mit der Sache aus dem Materialaden? Was könnte man noch verfeinern? Vielleicht die Gewürze? Ich hatte doch neulich erst Gewürze aus Wutai kommen lassen. Wo sind die eigentlich hin? Wohl erstmal zur Apotheke. Okay. Materia? Ist es Eis? Nein, es ist Materia-Eis. Und das in 10 bis 2 Wochen. Sie! Cloud, ich... Oh. Ha? Sag mal, gehört der etwa zu dir? Ja, schon. Ach so, du hast einen Gutschein. Ja, dann komm doch erstmal herein. Oh Gott. Meine Güte, heute wimmelt es ja nur so vor Patienten. Außer ihm gibt es noch mehr? Ja, ständig kommen Bestellungen für Medizin herein. Wollte eigentlich gerade los, um welche auszuliefern. Oh, mir ist so schlecht. Aber den hier behält man besser im Auge. Was meinst du, könntest du nicht die Medizin für mich ausliefern? So wie du aussiehst, bist du vom Militär oder nicht? Dann hast du doch ganz sicher auch medizinische Grundkenntnisse. Ja. Das trifft sich gut. Mal sehen, womit könnte ich dich denn losschicken? Liefere diese Medizin aus, sie reicht für 2 Personen. Halte nach zusammengebrochenen Personen Ausschau. Sieh dir die Symptome an und verabreiche die entsprechende Medizin. Okay. Atemlos.
zusammengebrochene Dings. Warte mal, hier hinten irgendwo war doch noch. Was denn? Ich hatte doch irgendwo. Ja? Hi. Ach nö, jetzt habe ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Willst du die haben? Wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Stimmt doch gar nicht. Ich komm sicher bald wieder. Ja, das hier ist auch eine Kneipe. Und weißt du, geht's dem gut? Ja. Komm, nur noch ein Drink. Na, irgendwo. Nee, da war ja nur die Dings. Komme ich hier lang? Das beste Honigmädchen ist Melitta, kein Zweifel. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Moin, moin. Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Das neue Fräulein Foria ist hier hervorzuheben. Neueste Studien zeigen in eine eindeutige Richtung. Okay, da ist eindeutig nicht. Das ist nämlich jetzt ein bisschen Sucherei. Ich habe zu viel getrunken. Der kühle Nachtwind wird helfen. Natürlich weiß ich, dass es sich nicht hört, wenn Mädchen vor dem Laden auf. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Vielleicht da? Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Und euch zum Beispiel, oder was? Ich will meinen eigenen Laden eröffnen, aber dieser Konkurrenzdruck. Wie soll man sich da durchsetzen können? Hier, warte mal, hier war doch einer der Dingses. War hier nicht einer, der am Kotzen war oder so? Mama. Ist was? Hier, sag ich doch. Hier war doch einer. Mein Magen. Ich glaube, ich muss sterben. Ich kann dir da leider nicht helfen. Oh, scheiße. Das ist der Falsche. Ja? Ich schätze mal, wenn meine Behandlungsmateria höher wäre, hätte ich vielleicht sogar 3 auf Medizin bekommen. Ja, bitte? Und die dritte wäre dann für ihn bestimmt gewesen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Gehen wir mal da rein. Obwohl, das ist die Herberge, nee. Die Herberge wollte ich jetzt so erstmal nicht. Da ist erstmal eine Truhe. Dieses Paket muss. Aber das ist doch für Don Cornet. Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr. Ah, für alle Wünsche? Oh nein. Oh je. Was haben wir hier denn? Der alte Waffenhändler war ein komischer Kauz. Aber ich mag den. Under the pizza, rotting pizza, auch gut. Warte mal, under the rotting pizza nehmen wir mal raus und geben mal hier. Dafür habe ich doch eine Raum. Überall dieser Schrott. Kann die nicht mal jemand wegräumen? Ihr wohnt in den Slums, Leute. Mal ganz ehrlich, die wohnen in den Slums. Was erwarten die? Dass hier aussieht wie Luxus oder was? Ich meine mal, das sind die Slums. Ist klar, dass da Schrott und so alles rumliegt. Ich habe ein Champion aus dem Kolosseum in Sektor 5 gesehen.
Warte mal, das ist die Apotheke. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Eigentlich wollten wir uns hier treffen. Ist was? Das ist der Materialladen. Das ist Madame Ems Laden. Manchmal kann man ist was? Okay, den. Da ist nichts. Was los? Gehen wir mal hier lang. Diese Friseuse soll. Angeblich hat Madame M diesen Alleskönner unter ihr. Entschuldigung, stellen Sie die Blumen auch zu? Das stinks. Best. Wenn ihr oben auf der Platte wohnen könnt. Ist hier vielleicht einer, der krank ist? Nö. Ich könnte nicht. Uf, nein. Hallö. Snack aus den Slums. Jetzt was haben wir denn hier? Die Charts von morgen gehören dir. Die Charts von morgen gehören dir. Sie wär's. Ah, hier, warte mal. Hey, komm endlich raus da. Klopf, klopf. Moin! Der Fraß vom Imbissstand! War der etwa vergiftet? Ich habe ein Mittel dabei. Lass mal sehen. Zack. Okay, den ersten haben wir. Von zwei. Das räumt ja mal den Magen auf. Nimm dies bitte. Als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Beruhigungsmittel. Ups, aber ich glaube jetzt. Schnell, geh besser raus! Beruhigungsmittel. Stimmt, das könnte natürlich das sein. Dass das Beruhigungsmittel jetzt für Dings hilft. Guck mal. Hier irgendwo in die Richtung. Irgendwo in die Richtung. Und dann ist durch dieses abscheuliche, furchterregende Monsterhaus Clouds Schwert einfach so durchgerattert. Ratatatatam! Ein Haus? Der Junge hat gegen ein Haus gekämpft? Oh, da bist du ja wieder. Geht es dir besser? Fast schon so gut. Was ist mit den Leuten draußen? Ich habe getan, was ich konnte. Verstehe. Die restliche Medizin bewahre ich auf. Wenn du Zeit hast, kannst du ja wiederkommen. Wie versprochen bekommst du noch eine Belohnung. Ich habe da gerade was ganz Besonderes auf Lager. Was Besonderes? Nun, eigentlich gehört das ja dem alten Ausstatter. Der Imbissbudenbesitzer hat mir alles erzählt. Ihr seid doch auf der Suche nach dem hier, richtig? Auf der Suche? Der alte Ausstatter? Worum ging's da nochmal? Boah, ja, Johnny. Um seine Inspiration! Ganz genau. Die Ladenbesitzer hier haben schon seit langem ein gemeinsames Laster. Sie kommen jeden Abend zusammen und schließen Wetten mit diversen Preisen ab. Und nach einigem Hin und Her ist das hier bei mir gelandet. Hier, jetzt gehört es dir. Eine Rarität, den bekommt bei weitem nicht jeder. Ein echter VIP-Pass. Naja, auch wenn du ihn jetzt hast, nützt er dir gar nichts. Ist das? Das ist doch... Cloud, lass uns sofort zum Honig... Ich meine, gehen wir zum Trunkenbold zurück. Grüß den alten Ausstatter von mir. Was los? Klar, Inspiration. Ne? Die Inspiration ist klar. Hier, dein Ausweis. Alter Mann, es ist soweit. Wer bist du? Nicht mein Sohn, oder? Wir haben
das Ding zurückgeholt. Oh, wahrhaftig, das ist sie, meine Inspiration. Sag mal, das ist doch... Also... Ganz genau, Tag aus, Tag ein. Hab ich den Mädels schöne Kleider geschenkt, bis ich ihn endlich bekommen habe. Den heiß begehrten VIP-Pass für das Honigtöpfchen. Ich wusste es! Jetzt gilt es, keine Zeit mehr zu verschwenden. Wartet nur, meine Bienchen, ich komme. Ich muss zurück zum Laden Geschenke aussuchen. Und ich begleite dich, alter Mann! Ja. Raus hier. Und einmal schnell hier rüber. Hi. Danke, dass du ihn wieder hergebracht hast. Ich vermute, das war ziemlich nervtötend. Hier, deine Belohnung. Los, Cloud, du bist auch dabei. Jetzt gehen die Recherchen über den Wallmarkt in die entscheidende Phase. Die Arbeit ist getan. Auf alles Weitere verzichte ich gerne. Ich verstehe, wie du dich fühlst. In unbekannte Welten vorzustoßen, ist für jedermann beängstigend. Hä? Jammer, schade, dass wir nicht zusammengehen können. Aber hier werde ich, als Experte in Sachen Wallmarkt, mich mit vollem Einsatz der Erforschung jener Inspiration widmen. Auch um deinetwillen, Cloud. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Oh boy. Ich komme, mein Honigtöpfchen! Wir kommen, Mädels! Alter schützt vor Torheit nicht. Wohl wahr. Wohl wahr. In der Tat. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. Aber eigentlich hätten wir ja noch eine. Ach ja, stimmt. Hier, guck mal. Sam würde uns dann noch eine Aufgabe geben. Allerdings würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier an dieser Stelle.